euch, Leute, und willkommen hier zur nächsten Ausgabe bei unserem Let's Play von Tales of Arise. Ihr Lieben, wir sind immer noch hier so im Tal dieser vier Winde, oder sprich, wir sind da auf dem Weg hin, so habe ich es irgendwie richtig verstanden, und ja, das ist der Gebirgspass. Da sind wir immer noch unterwegs und haben eigentlich soweit uns alles angeguckt. Hier waren wir unten, genau, und wir gehen jetzt in diese andere Leiter dort herunter. Machen vielleicht zum Warmwerden erstmal nochmal einen kleinen Fight. Hallo, Mirin, komm hier, ne? Oh, komm schon! Oh, er ist so weit weg. Viecher gehen mir auf den Sack. Oh Gott, wir sind im Vogel. So. Dann wollen wir mal hier runter. Das sieht mir nach einer Höhle aus, wo es dann jetzt für uns gleich weitergehen wird. Sehr gut. Ja, aber auch er wieder zum Einsammeln. Bin ich ja jetzt aber ein bisschen... Ich bin falsch. Ich bin die falsche Leiter. Weil hier waren wir ja schon drin und haben die Kiste dort schon eingesammelt. Ach mein Gott. Diese Orientierung wie eine Bockwurst mal wieder. Wir müssen hier unten lang. Genau diese Leiter hier. Ui, kletter mal lieber. Das ist eine verdammt lange Leiter. So. Was haben wir denn hier Schönes? Gibt es hier was zum Einsammeln? Anscheinend nicht. Oh. Kyo Harimoto, wie du mit dem Kyo-Harimoto umgehst? Das ist so. Aber ich denke, dass ich das bisher so... Nein, ich kann es nicht als Kerai benutzen. あの人、一人の仲間として考えた私はずっと誰かを守ることを努めとしてきた。だが、仲間…結果的にやることは同じか。あんたがそれで納得してるなら。お前たちとどう付き合っていくかについても。俺たちと?私のこの旅の目的は、メナンシアの外敵を取り除くこと。 そのために仲間に加えてくれたのは感謝しているが、私から何がしてやれるだろうかと。別に気にしなくていいさ。戦いでも助けられているしな。いや、それでは私が一方的に。と、悪い。なんか妙に腹が減っちゃう。そういえば、お前たちは。お客さんのアイスレセプション。どうって、適当に手に入ったものを食べてるぜ。俺は肉さえ食える。 好きなものを食べられるのは幸せなことだ。だが、そればかりでは体に良くないぞ。なあ、野菜も食えって。当たり前じゃない。なるほど。偏ってるのだな。まあ、好きなものを食べがちではあるかな。わかった。お前たちが健康でいられるよう。だって、よかったね、ロー。何か？いや。 あんたの方は何かを思うところはあったかと思う。彼女のためには良いことだ。そういうことじゃなくて、あんた自身の話だ。私の？まさか料理の腕は当てにはしていまい。おうと。レナってこんなのばっかり。リムル、それは。心配せずとも戦力としては存分に働くつもりだ。レナの同胞が相手だろうと。別に疑ってなんかない。
ただ、一緒に行動する以上、あまり期待しないでもらいたい。己自身のことさえ。Also gut, Kisara will kochen. Dualim etwa, also so eher nicht, ne? Oh? Mina, jotto matte kure. Dou shita? Mada ikeru ze. Yoroi ga omoi nda. Sukoshi yasumitai. わかった。私もそろそろ休憩したいと思っていたところだ。なんだ、キサラまで。こんなところで道草を食ってる暇はないわ。ミハグサールの主婦、ミズまで休まず進むべきよ。誰が倒れても他の者を煩わせることになる。ましてお前の場合、運べるのはアルフェンだけだ。休めるときに休むといい。な。ああ、もう、俺が休みたいんだ。それでいいだろう。Er hat's nur gut gemeint, ne? 余計な気遣いは迷惑よ。迷惑って、あのな、俺は別に。Was jetzt? Wer ist denn? Den hat man doch schon mal gesehen. 探したぞ。お前は。マトリックススタイル。あいつ。何者だ。探したと言ったな。俺のことか。うましき命。何？求めるはそれのみ。Hä? なぜだ？なぜだ？お前は誰なんだ？War direkt mit einem perfekten Ausweichmanöver gestartet. Der ist verdammt nervig und ich hab keine Energie. Alter!じゃないよ。なんという動きだ。するでも凌駕するっていうの。シオン、willst du mich wiederbeleben? Danke. Leute, ich habe das Gefühl, man soll diesen Kampf nicht gewinnen. Ich glaube, man soll den nicht gewinnen. Besiegt. Man soll's? Man soll das schaffen? Gott, wenn dem so ist, muss ich aber doch ordentlich grinden, ne? Ausbrecher! Das hat nicht geklappt. Man soll den packen! Gion ist gleich weg. Vielleicht muss man nur bis zu einem gewissen Punkt schaffen. Ah! you
schön krasser Typ. Oh Gott. Oh oh. Leg dich nicht mit Hoppel an. Hat's denn hingeschossen? Das Auge! おい、しよう。アルフ、しよう。掴む力が強いわ。あ、すまない。大丈夫、大丈夫だから。なんとか急所を外れたみたい。急所って、そんな、どう見たってさっきは。本当に大丈夫だから。なんであんな無茶をしたんだ。あなただって私をかばおうとしたでしょ。俺には剣がある、お前は違う。違わないわ。それに私は何でもないわ。ただありがとう。俺は何も。まあいいさ、無事ならそれで。お、Erinnerung。Was? アルフェン。いや。ねえ、あいつまた来るとか言ってたし、とりあえずここを離れた方が良くない？それが賢明だな、シオン。本当に大丈夫か？Was hat denn der gesehen, der Elf? シオン、本当に傷は大丈夫なのか？ええ。治癒術もかけたし、傷跡も残ってないわ。けど剣があんなに深く刺さって。本当に大丈夫よ。それとも。いや、そんなことはないが。心配してくれるのはありがたいけど。シオンが刺された時、妙な光が生じたな。敵はそれを見て退いたようにも見えた。アルフェン、光？わからない。考えてみれば、炎の剣のことといい、何者なのだ君は。アルフェンは記憶がないんですよ。
キオハリム。それに今はここを離れるのが先決。そうだったな。失敬。ミハグサールの主婦ニズはもうすぐだ。運が良ければシオンもそこで休めるだろう。Am Ende ist Elfen selber ein Renéa. Na. Was ist hier nicht? Kangaekondariste. Nanika Mondaigotoka? Ja. Kimitachi no Regi Saho ni Zuitena. Regi Saho? Ja. Sotchokunite.君たちの武作法ぶりはいささか目に余る。率直すぎるだろう。っていうかそれ今私からすると武作法は目にするだけで落ち着かない気分に。そう言われても奴隷の身じゃ身につける機会なんてなかったしな。ああそうそう、こちとら生き抜くので精一杯だったんだ。君らと同じダナ人でも貴様は一通り習得している。この衛兵として学ぶ機会と必要がありましたから。こう言ってはなんですが、俺もメナンシアを基準にするのはどうかと思う。そうだそうだ、他の国のレナの支配体制も考慮。うん、確かに君たちの言い分に理があるな。対等を装いながら私はどうやら無意識に君たちを見下していたらしい。な、いや、そこまで固い話をしているわけじゃん。リオは気をつけるとしよう。それはそれとして礼儀作法を覚えるのは悪い話ではない。遠慮しておくよ、堅苦しいのは性に合わない。そうか、君はどうだ。まずはこの意識を改めるところから始めないとダメか。諦めないのですね。 Jetzt will er die zu Zucht und Ordnung, also dass sie sich manierlich verhalten als ihn. Ist klar. Was sind wir denn hier?Ach, das sind wir schon in der Stadt. In der Stadt Needs. Okay, hier. Windmühle, hier geht's anscheinend um Wind. Aber was ist denn hier passiert? Hontoni koko nano ka? Are hodai janai ka? Mihagusaru no shufu Needs. Sono hasu da. Marude hitoke ga arimasen ne. Tatemono mo. Ah. Hito ga sunde iru kehai ga kanjirare nai.兵士、ダナ人、どちらも姿が見えないな。作りから察するにレナ人の区画のようではあるが。ねえ、縄文に描かれていた絵、あれ漆黒の翼の紋章だよ。Finstere Schwingen, okay. ダナの昔話、フクロウと松明で悪い王様を退治する勇者の、その勇者の紋章だった。間違いないよ。ダナの。そんなものが書いてあるってことは、つまり、うん、もうこの町はレナに支配されていないってことだ。自力でスルドを倒したというのか。にわかに信じがたいが、この町の様子とは符合しているな。誰かいないか探してみよう。何があったのか聞けるかもしれない。Ja, da sehen wir uns mal um.Ich hab das Gefühl, wir hängen vom Level her so ein kleines bisschen hinterher. Hier ist irgendwo eine Eule. Darem oi nai no ka. So, da hinten Fragezeichen, Fragezeichen, okay. Bisschen. Oh, da ist eine Eule.Müssen wir uns eigentlich auch mal unsere Belohnung wieder abholen, ne? Okay. Wo will ich hin? Das weiß ich irgendwie noch nie so richtig. Ein bisschen Hintergrundinfos vielleicht? もし本当にダナ人が放棄を起こして勝利したのだとしても、誰この瓦礫、レナの精霊術の仕業か。どうかな。それにしては
壊れ方が画一的すぎる気もする。リンデル、さっきの漆黒の翼の話、悪い王を退治するのは炎か。そう言われりゃ誰か見つけて話を聞ければ早いんだな。Ja, wir suchen ja schon jemanden. Gehen wir mal hier rein. Verschlossen. So viel dazu. Hier lang, ne? Ja. Aber ein nettes Fleckchen irgendwie. Also wenn es ordentlich wäre. Echt, hat dieser Typ ja was damit zu tun, der uns bekämpft hatte. Tomare! Ugokun janai! Kakomarete iru yō da na. Nani mono da? Doko kara kita? アルフェン。俺はアルフェン。カラグリアから来た。アルフェン。炎の剣のアルフェンか。随分有名だな。 これがその証だ。それとも家の一つも焼き払わないと納得しないのか。わかった。それには及ばん。漆黒の翼のバイフォンだ。いきなり落としたりしてすまなかった。だが今は敵の残党を警戒しているところだな。誰もがピリピリしている。どうか 勘弁してもらいたい。残党、それじゃあ本当にあんたたちだけでスルドを倒したのか。ああ、奴らの部下の勢いに奪えたのが大きかった。あなたがここのダナの長なのか。いや、俺はただの指揮官の一人だ。狩猟はデダイム。会いたいならあんないしよ。ただ噂には聞いていたが、本当にレナを連れているんだな。 わかるだろう。我々はやっとの思いでレナとの戦いに勝利を収めたところなんだ。誰もが連中に敵意を抱いてる。デダイムはその最たる部類だ。どこかで待たせておいた方がいい。そんなことはできない。それにバラバラになる方がむしろ危ないと思うよ。忠告はしたぞ。 Genau, wir trennen uns nicht. あなた一人の問題ではないでしょう。確かに。 Kleiner arroganter Vogel ist er trotzdem, oder? 戦いに勝ってもそれで終わりじゃないってか。ここもいろいろ。 Jetzt bestimmt Ozu? Jo. Was liegt da? Hühnchen. Hallo? Finstere Schwingen, das Hauptquartier. Na dann und los. Omae ga Arufen ka. Omotta yori hosoi na. Yoroi de kasaage shiteru tte toko ka? 他でどれだけの活躍をしてきたにせよ、ここではこの俺、デダイムが仕切っている。勝手な真似は許さん。覚えておけ。ディレクトンシンパーティッシュ。それにしても女や子供が一緒とはな。タリオのスルドはよほど軟弱だったらしいな。なんだ？会うなり随分感じ悪いじゃねえか。ガキが出しゃばるな。親のしつけが足りないのか？
だと。それじゃああんたがここのスルドを倒したのか。一体どうやったんだ。奴らの爆薬を奪って取り巻きごと吹き飛ばしてやったのよ。爆薬？そんなものを使って棚川にも被害が出たりはしなかったのか。価値ある犠牲だ。スルドを仕留める絶好の機会だったからな。それでそのスルドはどうなったのだ。残念ながら仕留め損ねた。だが淡くて逃げ出しやがった。逃げた？スルドが？ああ、とんだ腰抜けよ。巨星の皮を引っぺがされて今頃どこかで震えてるに違いない。だが逃がさん。どこにいようと必ず引きずり出して報いを受けさせてやる。やめておきなさい。スルドの力を甘く見ない方がいい。黙ってろ光目。お前がまだ息をしていられるのはそこの炎の剣に免じてのことだ。あなたの戦いはここの奴隷を解放するためのものでしょう。それを黙れと言ったぞ女。仮にもダナのために戦う男がなぜこんな奴らを連れている。なぜさっさと殺さない。殺すために連れているんじゃない。じゃあなんだ、見せ物にでもするのか。仲間だからだ。バカな、レナはレナだ。300年間俺たちの血をすすり続けてきた奴らだ。それとも何だ。貴様まさかその女がお気に入りなのか。お、てめえ何しやがる。よせデダイム、今のはいくらなんでもお前が悪い。とっととこの国から失せろ変節者め。この国は俺たちダナのものだ。俺が統治し、俺が導く。この漆黒の翼のデダイムが。おう、デダイム、解放者デダイム。この国の指導者はアンカだ。光目なんか怖くはない。俺にかかれば全土のレナ人を追い出すのも時間の問題だ。漆黒の翼、漆黒の翼。Sie merkt, dass er sie liebt. Das ist ja ein Penner. Die Daime. Oder die Daime? Oh, Antra! Ja, was? Da kann ich dir sagen, Lena の仲間は置いてけど。そういうあんたは大丈夫なのか。あまり穏やかじゃなさそうだったな。何、いつものことだ。あいつが怒鳴る、俺がなだめる。お察しするよ。それでまだ何か用があるのか。いや、デダイムに代わって一言詫びようと思ってな。へえ、義理がたいんだな、おっさん。デダイムも昔からああだったわけじゃないんだ。だがレナ相手に何人もの仲間を失うたびにな。挙句があの鋭のごとき態度とは皮肉なことだな。Das habe ich mir auch gedacht. Ne, Oji-san, ここのスルドはまだ逃げたままなんだよね。目星とかないの？八方手を尽くしてはいるんだが、なかなかな。さっきエストルバの森が怪しいとは聞いたが。エストルバ。おい、まさか行く気か？デダイムは感謝なんかしないぞ。俺たちはデダイムのために戦っているわけじゃない。それにシオンが言った通り、スルドの力を甘く見ない方がいい。そこまで言うなら好きにすればいいが。あんたには迷惑はかけない。ただその前にどこか一休みできる場所はないか。それならこの通りの反対側の突き当たりの建物に行くといい。新しい住居の割り当てがまだ決まらない者向けの宿泊所になっている。俺たちが行っても大丈夫なのか。炎の剣の噂はもう広まっている。
いきなり襲われたり拒まれたりすることはないだろうよ。じゃあ俺はそろそろ戻る。達者だな。なあおっさん、あんたはレナに恨みとかないのか？ Gute Frage。 ないわけないだろう。ただそこの二人には殴られたことがないってだけだ。とりあえず宿泊所に行って、これからどうするか考えよう。Und ging das Rinwell jetzt so nah? Okay. Ruhe ich im Gasthaus aus? Okay. Weil ich den Umschlag da gerade sehe, glaub, wir müssen wirklich mal ein bisschen questen wieder. Ja, hier ist das Gasthaus, okay. Hauptquartier. Hier haben wir zwei Nebenquests. Warte mal, ich will mal bei der Standortliste gucken, ob wir irgendwo noch... Mal hier. Das sind... Wir haben eigentlich noch ein paar... Nebenquests. Okay. Ich würde sagen, wir ruhen uns zuerst aus. Hier ist das Hauptquartier gewesen, genau. Na, ich rede schon mal mit dem hier. Mit ihr hier, Entschuldigung. Du bist also der Befreier aus Calaglia, wie? Die Gerüchte, dass du dich mit Strahlaugen abgibst, stimmen also. Was soll das denn, Jüngchen, du mit Strahlaugen abzugeben, führt nur zu Ärger. Achso, ich dachte, die hat eine Aufgabe. Nee, da habe ich mich gerade verguckt. Der hier. Yes. Warum sind alle so feige? Wenn wir uns nicht darum kümmern, wird sich nie was ändern. Was ist los mit dir, Freund? Zeugel, das ist mit mir los. Es geht um eine ziemlich verbreitete Variante von ihnen, um genau zu sein. Gerüchten zufolge möchte der Lord diese Art von Zeugeln am liebsten, sodass sich diese Leute fürchten, sich ihnen zu nähern. Das kann ich gut nachvollziehen. Wenn du willst, dass sie verschwinden, können wir uns sehr gerne um sie kümmern. Ganz ruhig, Kumpel. Ich will nicht, dass ihr sie einfach nur liquidiert. Ich würde es lieber sehen, wenn ihr mir auch einige ihrer Materialien bringt. Mhm. Möchtest, dass wir dir Zeugelteile bringen? Wofür? Willst du mit ihnen was bauen? Nicht bauen, erforschen. Ich will nachweisen, dass man selbst furchterregende Zeugel für praktische Werkzeuge nutzen kann, um Leute zu motivieren, sie mehr zu jagen. Wir können schließlich auch nicht immer erwarten, dass Leute wie ihr auftaucht und unsere ganzen Probleme für uns löst. Ihr versucht also selbstständiger zu werden, das ist sehr lobenswert. Na. Aber was die Materialien angeht, nach denen du suchst, ist das nicht so richtig der Fall, oder? Oh. Und doch, genau so ist es. Könnte ich euch dazu überreden, mir ein paar Materialien zu überlassen? Iso. Na nur zu, beeil dich. Ich sehe es lieber, sie jemanden zu überlassen, der sie auch benutzt, als sie ständig mitzuschleppen. Großartig, ihr Leute seid echt großzügig. Wisst ihr das? Mal sehen, was ich damit anfange. Ich kann damit garantiert was Nützliches herstellen. Vielen Dank. Okay, wir haben Geld gekriegt. FP, Rezept für Grill und drei Tränke des Lebens. Sehr gut. Ey, ihr seht da genau, wir müssen hier mal nach einem Shop gucken. Wir müssen uns so ein bisschen Orangengelee und sowas mal einkaufen wieder. Hier ist das Gasthaus. Ah, da ist ja meistens so ein Shop mit dabei. Wir gucken mal. Ach, nee. Kannst du nur Geiles machen. Mach mal die hier mal wieder einfach mal fertigen, dass es wieder da ist. Ja, es geht um die Trophäe, jede Waffe mal zu besitzen. Ich kenne... Oh, hier ist ja noch eine Nebenquest. Ich wünschte, es gäbe mehr zum Teil. Von redest du? Unsere Ration, wir kommen immer zu kurz. Es ist nie genug da, um satt zu werden. Wir könnten wirklich etwas Reis, Kartoffeln und Rind, besonders ein paar Gewürze brauchen. Habe ich alles. Wir haben was zu brauchen. Das so ist, was wir brauchen. Wir haben hier genug. Reicht das? Das ist großzügig. Vielen lieben Dank. Ja, das würde uns immens helfen. Ich kann euch nicht im Gegenzug viel anbieten, aber wenn du magst, bringe ich dir unser geheimes Familienrezept bei. Also sehr gut. Curry-Rezept. Klingt köstlich. Ich kann es kaum erwarten, es zu probieren.
Sieht auch nicht so schwierig in der Zubereitung aus. Nee. Kisara, wenn es wirklich so einfach ist, könntest du mir beibringen, wie es gemacht wird? Mhm. Oh, du hast Interesse am Kochen? Nicht nur am Essen? Aber warum, Master? Ist das für dich ein Unterschied? Ach, ich würde nur einen gewissen jemand gern zeigen, wo der Hammer hängt, nachdem er sich über meine Kochkünste beschwert hat. Wieso? Aha. Hey, na, ich bring's dir gern bei, aber meine Kochschule ist nichts für Faulenzer. Bist du bereit? Mhm. Oh, das ist eine so ernste Sache. Also gut, ich bin zu allen Schmandtaten bereit. Schmandtaten? Ich bin zu allen Schmandtaten bereit. Oh Gott, ist der Spruch gut. Aber versprich mir niemanden zu verraten, dass ich dich darum gebeten habe, okay? Ich werde schweigen wie ein Grab. Aber im Gegenzug musst du mich Chefköchin nennen, während wir üben. Einverstanden? Was? Okay, Chefköchin. Das heißt, jawohl, Chefköchin. Jawohl, Chefköchin. Alter, sie treibt's auf die Spitze, ne? Jos. Können wir mit deiner Ausbildung beginnen? Wie ich sehe, hast du hier frisch gefangenen Fisch. Perfekt, den nehmen wir auch. Aber Rezept ist doch gar kein Fisch. Willst du etwa über die Küchenchefin, der Küchenchefin widersprechen? Nein, Chefköchin. Küchen. Das heißt wohl Chefköchin. Was? Quest begonnen. Nicht beendet? Okay. Jos. Du hast alles, was wir brauchen. Jetzt tauchen wir in die Schützengräben der Topfschlachten ab. Jawohl, Chefköchin. Hältst du so ein Messer? Was willst du damit machen? Gehilfe, zum Tanzen bitten. Nein, natürlich. Das heißt Chefköchin. Jawohl, Chefköchin. Aufgepasst. Schön das Feuer, bringt das Wasser zum Kochen. Keine Zeit, um in der Gegend rumzugucken. Jawohl, Chefköchin. Alter, sie geht voll ab. Es ist alles erledigt. In der Tat, der Geschmack und das Aussehen sind befriedigend. Zeigst Talent, aber es ist noch Luft nach oben. Du musst jeden Tag fleißig üben, ist das klar? Okay. Jawohl, Chefköchin. Es dauert wohl noch, bis mein Essen perfekt ist, aber ich werde es ihm zeigen. Eines Tages ist es so gut, dass es ihn aus allen Rüstungen, aus seiner ollen Rüstung haut. So, okay. Es gab Geld, okay, sehr gut. So, wir haben ausreichend FP gesammelt. Ich würde, bevor ich da pennen gehe, lieber erstmal die andere Nebenmission hier noch holen, weil nicht, dass dann irgendwie was startet. War doch dort, genau. Hallo. Den kennt man doch. Der Wunderbare. Alfen, mi amigo. Ich wusste, dass uns das Schicksal ein zweites Mal zusammenführen würde. Wer warst du noch gleich? Der Wunderbart oder so? Ich bin ein Minnesänger, der viele Geschichten über diese unsere flüchtige Welt zu besingen weiß. Man nennt mich den Wunderbarten. Richtig, ich erinnere mich. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen, mein Herr. Gestatten, ich heiße Doralie. Du bist also ein Minnesänger, ja? Heißt das, du bist musikalisch begabt? Oh, ganz recht. Es gibt kein Lied, das ich nicht sang. Kein Instrument, das ich nicht den sanften Griff meiner geübten Finger spürte. Verstehe, ich bin nämlich selbst ein gewisser Kenner der musikalischen Künste. Tatsächlich? Dürfte ich wohl über eine kleine Kostprobe bitten, werter Herr? Das wird eine Weile dauern, hm? Bedauernswerterweise habe ich gerade keine Instrumente bei mir. Aber ich gebe gern ein kurzes Dichtwerk zum Besten. In diesem Meer aus purpurnen Bäumen traf ich einen Gefährten mit Hoffnung und Träumen. Oh, Danamio, Worte wie Musik in meinen Ohren. Ein wirklich seltenes Talent, mein Herr. Ich kann es nicht anders sagen. Willst du das wirklich? Aber ja. Und jetzt muss ich den Gefallen sogleich erwidern. Wo fange ich an? Ob solchen Genies. Mir fehlen die Worte, drum sage ich nur dies. Gracias y buenos dias. Oh, du bist mir geradewegs den Fädenhandschuh hingeworfen. Erlaube mir. Ja. Ich ertrage kein weiteres Wort. Wir gehen, Doralie. Du kannst gern später nachkommen. Haltet ein! Geht noch nicht! Ob so vielen brillanten Geistern in eurer Runde kann ich euch vielleicht das legendäre Instrument anvertrauen. Wovon redest du? Ich habe ein Musikinstrument versteckt, auf das ich eins seiner würdigen Erben träfe. Ihr findet es am Orte, den diese Notizen darlegen. Aber seid gewarnt, das Rätsel darin zu lösen verlangt messerscharfen Verstand. So frage ich euch, Auserwählte nun, nehmet ihr es auf euch, der Rätsel zu offenbaren und das legendäre Instrument zu entdecken?
Klar. All das Gerede über Rätsel und Instrumente hat meine Neugier geweckt. Also schön, wir nehmen die Herausforderung an. Ausgezeichnet. Ich bin gewiss, dass ihr die Aufgabe triumphierend löst. Okay. Jenseits der Hütten eines Landes, bedeckt von Fels und Sand. Jenseits der Hütten eines Landes? Also irgendwo draußen, bedeckt von Fels und Sand. Das nördliche Ende eines Ödlands im Norden eines verlassenen Dorfes. Es schlummert am Ende eines schmalen Weges gen Westen, wo ein uralter Turm wacht. Vielleicht findet man es durch Zufall. Aber haben wir hier schon was geklärt, weil das Zeichen da so ist? Ich habe euch nichts Neues preisgegeben, mehr kann ich euch nicht verraten. Okay, alles klar. Also irgendwelche Instrumente sammeln. Okay, cool. So, dann gehen wir jetzt mal übernachten. Dann würde ich mir eigentlich gerne die Quests nochmal angucken. In den anderen Gebieten. Das können wir natürlich sehr gerne mal wieder mit Schnellreise machen. Aber irgendwie würde ich halt auch gerne mal so eine kleine Grinding-Session wieder einlegen. Weil der Typ jetzt auch gerade Level 28, wir waren 25. Na, ich weiß nicht. Ey, sag mal, was hast denn du hier? Das ist doch der normale Verkäufer. Auch Orangengelee. Meine Fresse, ist das teuer. Warte mal, kann ich ein bisschen was verkaufen? Ach, ich weiß halt nicht, was ich verkaufen kann, ne? Rüstung, Zubehör. Aber trotzdem, wir brauchen mal ein bisschen Orangengelee. Ich nehme mal 5 Stück mit. Aber Trank des Lebens, nehme ich mal noch 4. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt mal pennen. Ach nee, ich wollte vorher nochmal auf die Fähigkeiten-Matrix. Erhöhter kritischer Schaden, sehr gut. Das nehmen wir mit. Die hat noch nicht. Wir wollen dann das hier. Dann ist das nämlich fertig. Du brauchst noch. Du hast das. Und wir wollen dann natürlich noch den Sichelmond. Dann ist das nämlich auch fertig. Sehr gut. Ja, dann ruhen wir uns mal aus, ne? あいつのことはもういい。それより、これからどうするかを決めよう。どうするったって、この国のスルドはもう逃げ出したんだし、あとはあのデダイムがなんとかするんだろ。私はスルドを追いたい。私もスルドを探すべきだと思うな。漆黒の翼の人たちが勝てるとは限らないし、スルドをそのままにしておくのは。そうだな。それに傲慢かもしれないが。私も同感だ。 これからのこの国がどうなるにせよ。いいのかよ。デダイムの手柄にされるんじゃないか。俺たちは壁を壊す。その後のことは、バイフォンが言っていたエストロバの森とやらに行ってみよう。ただ何にしても一息入れよう。メナンシアを出てからいろいろありすぎた。Okay. Also wir wollen trotzdem den Lord des Windes hier suchen oder die Lordin, wie auch immer. Was ist denn jetzt eigentlich? Oh. どこに行くんだ? アルフェン。 今は休んだ方がいい。 何を焦っているんだ? シオン。 変な言いがかりはやめて。 部屋に戻ったらどう? シオンも戻るならな。 分かったわよ。 シオン。 スルドは倒す。 約束は果たす。 だからもっと信じて。 頼ってほしい。 そうすると言ったら解放してくれるのかしら。ああ、もちろんだ。
ゆっくり休んでくれ。なんだっていうの。Wie redest du mit ihm manchmal? Ey, die ist so irre verknallt in den. Machen wir uns hier mal nichts vor. じゃあ改めて行くってことでいいんだよな。Genau, wir wollen in diesem Wald. Berg Diara? Oh, was ist hier eigentlich? とかって森に。エストルバの森、しっかりしてよ。Was ist denn hier? Ist hier eine Arena? Was ist das hier? Zum oberirdischen Platz, der zur Almeidras Schloss führt. Der Zugang ist derzeit versperrt. Das Hauptquartier? Also kannst du ja eigentlich nur hier in diesem Wald gehen. Tal der vier Winde, Magsa. Was immer. Von Hirsch. Hier ist eine Eule. Hier. Okay, der Wind scheint ordentlich zu sein. Hey, den kennen wir doch auch. Das ist wieder dieser Feinschmecker. Ich erinnere mich, du bist die junge Frau, die immer am Verhungern ist. Ich habe dich seit unserem Treffen in Eldeminantia nicht mehr gesehen. Du bist doch die, die immer hungert. Ich nehme an, du hast auf deinen Reisen ein weiteres Rezept gefunden. Geno. Ja, das bin ich. Ich bin froh, dass ich also direkt zur Sache kommen kann. Gion, wer ist denn das? Das ist Gudeno. Er reist auf der Suche nach neuen Rezepten zum Probieren durch Dar. Eine schöne Aufgabe, wenn ich das sagen darf. Ich heiße Dualim, werter Herr. Es ist mir eine Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen. Nun, du. Wow, der Dualim? Lord von Eldeminantia? Es ist mir eine Ehre, mein Lord. Der Rindereintopf war absolut exquisit. Oh. Die Ehre ist ganz mein, werter Herr. Aber wie kommt es, dass das so streng geheime Gericht das Palast probieren konntest? Chotto. Wie auch immer, genau, was brauchst du diesmal? Komm schon, spuck es aus. Na gut. Diesmal nur nach Salat, Äpfel und Zitronen. Oh, Zitronen haben wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Darf ich euch bitten, mir die Sachen zu bringen? Echt? Ich habe Zitronen? Ja, das war. In diesem Fall gebe ich euch das Rezept, damit ihr feinen Leute es sofort zubereiten könnt. Wow, das sieht überraschend einfach aus. Sogar ich könnte das hinbekommen. Ja. Wunderbar, dann überlasse ich euch die Zubereitung. Okay. Wo haben wir Zitronen eingesammelt? どうかしら? Okay, fertig. Oha, schau dir dieses liebliche Gericht an. Dazu riecht es noch so göttlich. Mal sehen, wie es schmeckt. Oh, das ist absolut exquisit. Exquisit schlecht, meine ich. Wirklich? Ich versichere dir, dass ich das Rezept für diesen sogenannten Vitamintrunk bis ins Detail befolgt habe. Probier ihn selbst und sag mir dann, ob du von dem Gebräu immer noch so überzeugt bist. Hier. Alles klar, dann mal runter damit. Weißt, was ich meine? Da will man sich übergeben, oder? Oh ja. Moment mal, ich sehe da eine kleine Warnung unten auf dem Rezept. Reine Gemüsesmoothies sind nur für Kenner der Materie zu empfehlen. Anfänger sollten für den Geschmack Fruchtsaft hinzufügen. So. Frau, hast du nur den Salat beigemischt, obwohl ich dich gebeten hatte, auch Äpfel und Zitronen hinzuzufügen? Ach komm schon, wer liest schon das Kleingedruckte? Ja, ja. Lektion gelernt, Shion. Wir müssen es nur noch mal versuchen und Obst dazu tun. Na dann? Na gut, lass uns von vorne anfangen. Boah, das ist absolut exquisit! Zumindest im Vergleich. Nani? Du klingst immer noch nicht so begeistert. Das ist wirklich das beste Rezept, das Mark sah, zu bieten hat? Ich glaube schon, als ich zum ersten Mal davon hörte, erinnert es mich an das aus Menantia. Die Kombi aus Obst und Gemüse erinnert mich an Zusammenleben von Denean und Renean. Ich dachte, das Rezept würde diese Harmonie einfangen. Ansonsten ist es das gesündeste Rezept, was du hier finden wirst. In der Tat, ich werde ihn auf jeden Fall kosten, um sicherzustellen, dass die kostbare Harmonie weiterlebt. Auch innerhalb meines Magens. Nun, das ist nicht das Erste. Was? Das hat mich nicht...
mich erstmal befriedigt. Ich kann dieses Reich jetzt ohne Reue verlassen. Es wird Zeit, dass ich aufbreche und noch großartige Genüsse finde. Leb wohl, meine kulinarischen Kameraden. Eigentlich würde ich gern noch ein Glas trinken, bevor ich gehe. Ach was. Es gab dort viel Fraßlabyrinth? So, wir gehen hier mal kurz gucken hier, ne? Will eigentlich nur wenigstens zu einem Schnellreisepunkt. Wir haben ein Level-Defizit. Ich sag euch, wie es ist. Aber allerdings natürlich, wenn man gegen Gegner kämpft, die ein bisschen stärker sind, ist natürlich ordentlich fürs Level, ne? Ja, ich sag mal so, die tun, was sie können, ne? Ah, aber, Level 26, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich mich hier schon so direkt umgucken will. Hinten ist so ein Schnellreisepunkt. Okay, den sollte ich mir besser als Ziel mal nehmen. Was haben wir denn hier? Der Adansee? Wie? Hier ist ein Angelpunkt. Was sind wir denn hier gelandet? Oh. Irgendwo natürlich auch wieder. Einer von Hoddles Kollegen. Puh, da wollen wir mal, ne? Das, was wir uns jetzt Mühe in den Fights geben, wird uns dann später einfacher fallen. Oh Gott, war das philosophisch. Bewegen sich nur so viel. Sehr gut. Wo ist die Eule? Oh, was ist das da hinten für ein Kollege? Oh, Junge. Oh, was ist da am Baum? Oh Gott, Fragen über Fragen. Ja, schön so ein bisschen Flächenschaden ausnutzen hier und sowas. Sehr gut. So, waren hier vorhin nicht schon alle Level 26? Das ist ja sehr komisch jetzt. So, hier haben wir doch Zitronen, oder? Obwohl. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall irgendein Fischlein. Makrele. Oh, glaube auch noch nicht gehabt, ne? Was ist denn hier? Scheiße, ich wollte eigentlich zu dem. Erstmal zu dem Schnellreisepunkt. Und dann will ich einfach mal dieses Vieh dort angreifen. Ich nehme erstmal die.
Was? Ich habe immer natürlich noch nicht dieses böse Vieh aus den ersten Folgen vergessen, wo wir, was Level 43 war. Ich sag mal so, es ist noch ein Weg. Wir haben noch einen Weg vor uns. Aber ich habe den Kollegen nicht vergessen, sag ich euch. Ich hab doch jetzt hier so eine schöne. So nutze ich eigentlich nicht die Möglichkeit, dass ich auch mal die anderen Attacken machen kann. Ich bin so richtig eingefahren von meinem Moveset. Aber ist ja nicht so, dass es nicht funktioniert. Strahlerz? So, jetzt, was sind das für Viecher? Mach ich erstmal den hier drüben? Hier war doch irgendwo jetzt der Platz gleich, ne? Da ist auch wieder irgendwas. Oh, jetzt aber so viel. Hör mal. Ist jemand verletzt? Dem helfe ich. Danke, ich war so ins Angeln vertieft, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich fast selbst zum Fischköder geworden wäre. Natürlich gar nicht. Göttin der Güte. Oh. Auf jeden Fall hat sich die Angriffsleistung um eins erhöht. Und man könnte dort um noch eins erhöhen. Das ist natürlich klasse. Aber sie hat erstmal hier ihrs, genau. Was ist denn jetzt das eine Vieh? Da oben. Kriege ich den platt? 27. Okay, er macht sie unsichtbar. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen ausweichen. Boah, auf jeden Fall eine Bossbrecher-Attacke. Oh, warte mal. Ich muss den mal ganz kurz auswählen. Läuft! Ja, die hatten wir. Der hat natürlich ein bisschen was, ne? Dachte echt, der wollte jetzt losspringen. Das ist immer scheiße. Alles Erfahrungspunkte, ey. Wir machen den platt, Leute. Oh oh. Er wütet los. Der hat auch schon wieder seine Attacke. Bin ich hier beschäftigt. Bossbrecher! Nein, ich bin genommen. Verdammt nochmal! Ja, raste aus, los, komm! Mach doch mal deine Attacke! Oh, ich bin hier geblitzdingst. Fuck. Sehr gut.
これはいい武器の素材になるぞ。Ah, von dem kriegt man aber diese Echsenflossen. Die haben wir auf jeden Fall für Waffen gebraucht. Das ist auf jeden Fall gar nicht so blöd. Aber wir müssen uns definitiv mal ausruhen. War doch. Oh, das ist ja da hinten. Da ist das Feuer. Ich glaube, dann sollten wir von diesen Echsentypen mal ein, zwei Plätt machen. Wir ruhen uns hier immer aus. Ach Gott, hier ist ja schon wieder eine Stunde rum. Leute, wir machen jetzt hier unser Päuschen. Wollen wir ganz kurz gucken wegen diesem hier. Koreffekt Dunkles Mal, was bringt denn Dunkles Mal? Ich will auf jeden Fall was kochen. Oh, wir haben nicht genug Reis. Gemüsesaft, hier dieser Vitamintrunk. Elementarverteidigung. Den nehmen wir eben mal, den soll Kisara ruhig machen. Und ja. Was denn jetzt? Ach, es geht Fleisch. だからって何で青汁？野菜が苦手でも飲むだけでいいし、手軽に栄養補給ができて便利ってことじゃないか？アルフェンは辛ければ何でもいいんだろ？青汁は別に辛くないわよ。少し癖があるけれど、こんなもん腹の足しにならねえじゃん。 Okay. Nee, wir quatschen jetzt hier mit keinem mehr. Wir machen jetzt wirklich Pause. Und vor allem machen wir auch zick für die heutige Ausgabe, ihr Lieben. Ja, wir werden das nächste Mal hier weitermachen. Werden, glaube ich, nochmal ein, zwei von diesen Echsentypen hier platt machen. Und dann nach Nebenquests auch noch ein bisschen gucken. Also wir haben zu tun, Leute. Freut euch auf jeden Fall auf die nächste Ausgabe von Tales of Arise. Bis dann, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.